Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch wieder über 50. Also, wenn ein Buch kommt, wird gestohlen. Aber wobei, die haben ja noch gar nichts. Die sind einfach so schlecht, die haben alle noch keinen Stern. Ich könnte auch auf einen Münzstern gehen. Weil der Minispielstern wird schon schwierig, weil ich so viel am Anfang verloren habe. Ich könnte auf einen Münzstern gehen. Fragezeichen kriege ich aktuell auch nicht. Na, mal gucken. Guck mal, wie die alle runtergehen. Das muss doch bedeuten, dass unten der Fall der richtige ist, oder? Lol. Wario hat sich an einem Kaktus den Arsch verbrannt und kriegt mal wieder kein Geld aus der Bank. Also die Bank hat auch gelitten, ne? Da ist noch keiner... musste da bezahlen. Bislang alle haben nur Geld bekommen. So, und jetzt spielen wir schon wieder Wellenschlag gegen Wario. Es ist schon das dritte Mal, dass wir... Ah, nee, das ist was anderes. Ja, stimmt. Okay. Boah! Er will's wissen. Hör auf. Boah, hör auf! Bruder! Ha! Lappen! Ich save das Team hier mal wieder. Ist doch klar. Aber weil ich habe das Kampf-Minispiel gewonnen, ne? Stimmt, ich habe... Der Minispielstern ist gar nicht mal so unrealistisch, fällt mir gerade ein. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht wieder irgendjemand hier gleich irgendwann eine Uhr kriegt. Okay, Peach geht hier lang. Geht nach unten. Kann sich den Stern nicht leisten aktuell. Das ist das Wichtigste. Und ich würfel eine 7. 3. Nein, das wollte ich nicht. Lass mich zurück, bitte. Ich verwechsel das mal. Also ich könnte hier zu dem Stern nach unten kommen, ne? Wenn ich jetzt in diesen Tornado gehe. Ist nur die Frage, ob das der richtige Stern ist. Aber man kann es ja mal tryen. Dann kriege ich wenigstens auch einen Fragezeichenpunkt. Ciao. Okay, wir sind nah am Stern. So, der Koopa freut sich, dass er endlich mal jemandem Geld abnehmen kann. Ach, Luigi folgt mir nach unten. Sieht so geil aus. Na, Meister? Okay. Und auf ins nächste Minigame. Porträt perfekt mal wieder. Das war doch eigentlich relativ einfach. Wobei diesmal mit Toad anscheinend. Okay, 3 rote Punkte, kleine Augen und ein Lächeln am Mund. Okay. Man hat ja genug Zeit. Scheiße! Scheiße. Das lief nicht gut. Au, weil die anderen haben noch mehr verkackt, sehe ich gerade. Na, immerhin. Ich weiß gar nicht, wonach diese Punkte da gehen. Wonach das berechnet wird. Keine Ahnung. Aber ich glaube... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Münzstern schon mal relativ safe in meinen Händen liegt. Es sei denn, es kommt noch ein Kampf-Minigame. So, Peach kann sich den Stern nicht leisten. Er will auch nach unten gehen. Lol. Das war schlecht, Peach. Das war schlecht.
Ah, versuch's direkt nochmal. Oh, stimmt. Oh, das war schlau. Jetzt kann sie sich den Stern nämlich leisten. Gucken wir mal, ob das denn der richtige ist. Ah, leider ja. Nein, ich drücke immer das Falsche. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehme ich zweimal den unteren Weg, bitte. Logi dreht eine Ehrenrunde. Und Wario geht nach rechts. Okay. Was für ein Feld erwartet uns da unten? Ich bin gespannt. Ein stinknormales blaues Ausgleichchen. Dann machen wir jetzt... Oh, Toads Powerpilz. Okay. Mal gucken, ob ich das diesmal besser hinkriege mit dem Springen. Ich meine, ich habe es gewonnen letztes Mal. Das, denke ich, muss man mir lassen. Stop! Scheiße, Wario, Wario. Er will Rache. Er will Rache! Oh! Da hat er seine Rache bekommen. Kriegt den Pilz direkt nochmal. Oh, oh. Peach, du bist tot. Ah, okay, das war viel zu einfach für Wario. Ah ja, sei leise. Alle haben null. Alle sind Zweiter. Lol. Lol, was passiert jetzt? Okay, es ist Zeit für die letzten 5 Runden. So, vergleichen wir mal die Ergebnisse. Mario ist Erster. Und alle anderen sind Zweiter. Lol. Wer wird denn jetzt der Sieger? Gucken wir mal. Die Siegervorhersage. Und unser Medium ist kein geringer als ein Wump. Moin, ich bin ein Wump. Der Mario Party Profi. Mario wird gewinnen. Mario, Mario, Mario. Klasse, Mario, dann kriegst du noch 10 Münzen in den Arsch. Hast ja noch nicht genug. Und jetzt auf zum Endspurt. Und natürlich verdoppeln sich wieder die Werte. Und das Duell gibt's auch wieder. Viel Glück. Als ob jetzt alle bei dem Event hier Zweiter waren. Lol. Und Peach kriegt jetzt aber einen Stern. Das ist nicht so gut. Scheiße. Wo sind die nächsten beiden? Ganz hinten am Start, das ist schon mal gut. Da bin ich, also da komme ich zumindest hin. Und da, wo Wario nicht hinkommt. Oh nein, da muss man sich entscheiden. Oh no. Oh no. Oh, und Peach kommt da auch schon wieder hin. Ah, das ist alles belastend hier. Oh, oh, alte Minigame. Ah nee, doch nicht, okay. Heute ist ein Glückstag, beantworte mir eine Frage und du erhältst ein Item. Lernst du gerne? Ne. Sag's die Wahrheit. Hier, ich gebe dir 2 Items. Oha, Bowser-Anzug und diese andere Lampe, die den Stern oben umändert. Ja, ich guck mal, was Peach nächste Runde macht und dann... Oh, okay, Logi ist jetzt auch da oben. Ich überleg's mir gleich noch, ob ich die gleich schon einsetze. Ich glaube aber noch nicht. Nee, nee, nee. Nächste Runde wird er noch nicht eingesetzt. Also beides nicht. Oh, du Arsch. Dort haben wir jetzt... Eins von den beiden wird er mir klauen. Das ist der Bowser-Anzug. Also ich habe immer noch die Kontrolle über die Sterne. Das ist erstmal gut. Ach, Peach kann sich ja gerade sowieso noch nichts leisten. Dann muss ich nur auf Luigi eigentlich aufpassen da oben. Aber wenn es ganz blöd läuft, verändert die Position dann. Ja, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Denn jetzt kriegt auch Peach genügend Münzen. Ah, das Spiel kann ich nicht. Das Spiel kann ich leider nicht so gut. Aber es ist wichtig, dass ich die meisten Münzen kriege, weil das halt zu dem Stern dazu zählt. Zum Münzstern, meine ich.
Wario gerade ein paar Coins geschenkt. Nein, der Münzsack. Nein, der Münzsack. Aua. Ach, Kacke. Gib mir den Münzsack. Jawohl. Nein. Ach, den habe ich verpasst. Ach, den kriege ich. 20 Coins. Richtig gut. Gute Ausbeute. Aha. Geil. Sehr schön. 108 Coins ist schon eine Menge. Aber hier bringt mir das auch was. Das ist die Frage. Das weiß ich noch nicht so genau. Gucken wir jetzt erstmal, was die anderen machen. Peach kann sich noch nichts leisten. Oh, Peach, ja. Und damit bin ich jetzt am nächsten am Stern dran. Geil. Och, und es gibt noch ein Duell. Hm. Duell zwischen Peach und Luigi. Um 6 Münzen. Also um 12. Und Luigi hat sich gegen Peach durchgesetzt. Starkes Ding. Oh, und ich krieg auch noch das Geld von der Bank. Sehr schön. Leute, Rich Boy ist am Start. Ich glaube, in der vorletzten Runde, also in Runde 14, werde ich die Lampe nochmal einsetzen, falls ich es nicht mehr zum Sternrennen schaffe. Oh, Luigi. Kriegt einen Umkehrpilz. Okay. Oh, hoffentlich setzt er den nicht auf Wario ein. Was macht Wario denn jetzt? Bist du dumm, Wario? Da ist doch keiner. Oh, aber er würfelt nur 10, immerhin. Und jetzt kauft er sich wahrscheinlich keine Zauberlampe, sehr schön. Aber den, oh, den Duellhandschuh. Oh. Sag bloß, ich muss jetzt mit dem in Duell. LOL. Als ob. Oh. Geil. Wario hat verkackt. Und kauft sich auch nichts weiteres. Und das war ja mal eine krasse Runde von dir, Wario. Bitte nicht Glücksgolf. Nein, Flammenfließband. Ah, ist das Game, was ich nicht kann, mit dem, wo man über so ein Seil springt? Nee. Dränge deine Gegenspieler von dem beweglichen Spielfeld. Verbrenne dich nicht an den Flammen. Okay. Mit B greift man an. Okay. Solange die mir hier keine Stampfattacke geben, ist alles gut. So, in welche Richtung dreht sich jetzt das Band? Okay. Lol. Ich würde mal meinen, das war schlecht. Oh shit, oh shit, oh shit! Als ob Luigi noch lebt. Das ist einfach der... Ah, jetzt ist er tot. Ja, was kann ich denn dafür, dass Luigi direkt auf mich zugerannt kommt wie so ein Wahnsinniger und das Fließband dann auch noch in seine Richtung geht? Also bitte nicht. Und Wario wird auf jeden Fall jetzt ein Duell mit mir machen wollen. Och nee. Mann, Peach. Was soll sowas, Peach? Jetzt gibt's schon wieder ein Duell. Zwischen Luigi und Peach. Diesmal ganze 6 Münzen. Hä? Unentschieden? Okay. Wie zum Henker geht das? Ja, Leute, ich schieße uns dann nochmal ins Grauen hier. Ach, jetzt gibt's ein Dreier-Duell, ne? Oh, shit. Ah, nee, ich darf's mir aussuchen, ne? Ich darf's mir aussuchen. Duell! Gegen natürlich Luigi dann. Und natürlich. Natürlich spielen wir 43 Coins.
Und wir spielen Bowserbude. Das habe ich letztes Mal schon gewonnen, wa? Ja. Okay, in den Fenstern erscheint Baby Bowser, genau. Zielkreuz bewegen, wiederholt zum Schießen. Okay. Der Typ kann einfach nichts. Nein! Als ob unentschieden, weil ich den scheiß Toad getroffen hab. Lol. Fuck. Warum hab ich den Drecks Toad geschossen? Bin ich dumm. Als ob wir bei dem Spiel 56 zu 56 spielen. Lost, ey. Ach. Ach, jetzt gibt's auch direkt das nächste Duell. Cool. Lass mich raten. Gegen Mario? Oh, 20 Coins. Okay. Alles klar, Mario. Dann komm mal her. Bowser Balgerei. Stampfattacken, oder? Tritt auf die vielen Baby Bowser, die aus den Löchern gucken, und mach so viele Punkte wie möglich. Mit perfektem Timing triffst du mehrere Baby Bowser auf einmal. Okay. Verstehe. Eigentlich ein geiles Game. Ja, guck mal, easy gewonnen. Wenigstens ein Duell gewonnen hier. Let's go. 40 Coins für mich. Vielen lieben Dank. Lief nicht so gut, Wario, oder? Und die letzten Münzen lässt er sich auch noch abnehmen. 3 gegen 2 mit Louis. Paddelpanik. Noch mehr Münzen für mich. Nice. Okay. Okay, sieht jetzt erstmal cool aus. Klettere auf ein Floß für 2 und sammle die Münzen, die einer der Hammerbrüder herumwirft. Okay, arbeite dir nicht zusammen, kommt das Floß ins Schaukeln. Wario, nee, Luigi, ich bitte dich. Mach keinen Scheiß. Luigi? Na? Okay, der wirft den Sack einfach mal genau bei denen rein. Ich hab das Gefühl, wir sind schlecht. Ja, jetzt wirft er den nächsten Sack den in den Arsch. Okay, und da ist noch einer. Okay, den haben sie nicht mehr bekommen, aber das war schlecht. Das ist mit dem NPC, mit dem CPU nicht so geil. So, und jetzt bin ich wirklich am Überlegen, ob ich den Dingens wagen soll, die Lampe. Oder ob ich darauf spekuliere, dass ich mehr Bonussterne kriege als Peach. Ach, wow. Als ob es jetzt schon wieder ein Duell gibt. Lass mich raten, Duell mit Mario? Na klar. Und wie viel Münzen diesmal? 25. Ach, Leute, ey. Ich habe noch kein Duell verloren. Schlingen schwingen. Okay. Ist das das Lianenspiel? Ja. Okay. Schwing dich an den Lianen aus dem Schnapp-Piranha-Wald. Okay, A, Liane loslassen. Okay, mit dem richtigen Timing kannst du manche Lianen überspringen. Okay. Das dürfte ja jetzt kein Problem werden, das Game, oder?
schlecht. Hä? Ah, man muss den Speed mitnehmen. Okay. Ach, das war schlecht. Da habe ich das Timing verkackt. Boah, dann war auch knapp. Scheiße. Ja, das ist nicht so leicht, wie es aussieht, Leute. Ne? Aber im Endeffekt war es auch absolut easy. Ja, ich denke, Minispielstern dürfte ich dann damit dann auch haben. Minispiel und Münz, das ist schon mal schön. Also wenn ich das noch verlieren sollte... Nee, ich nutze jetzt auch die Lampe nicht. Ach, ich komme ja gar nicht nach da rechts, ne? Das ist ja abgesperrt, da kommt ja gar keiner hin zum Stern. Ja, dann lassen wir das auch so. Gehe ich unten lang. Diese Lampe wird nicht betätigt. Und das nächste Duell zwischen Luigi und Peach. Oben wahrscheinlich 8 Münzen, nehme ich mal an, also 16. Ja. Er will Peach auch noch das letzte Quäntchen Geld aus der Tasche ziehen. Hat er auch geschafft, lol. Aber irgendwie traurig, dass ich mit meinen 182 Münzen nichts anfangen kann. Alter. Okay, noch ein Duell. Auf geht's. Das ist Duellception hier. Da. Gegen Luigi um 28 Münzen. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil Luigi einfach jedes Duell auch gewinnt. Dass der da auch noch das Minispiel-Ding kriegen könnte. Das wäre dann natürlich wieder nicht so gut. Jetzt kommt aber erstmal wieder der Eisstachellauf. Danach dürfte, glaube ich, die letzte Runde kommen. Dann könnte ich die Lampe auch nochmal benutzen. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, ne? Dass der Stern dann direkt bei denen landet. Das wäre jetzt sehr risikoreich. Ist eigentlich würde ich es dann unnötig spannend machen. Nein, Peach, hau ab! Haut doch ab, alle! Wow. Wow! Wow! Da haben die mich aber auch verfolgt. Da haben die mich einfach du weißt schon. Hier. Was wollte ich nochmal sagen? Getargetet, genau. Ja, aber bei Luigi ist der Einzige, der... Luigi ist der Einzige, der genug Geld hat. Dann nutze ich vielleicht die Lampe doch. Mit etwas Glück kommt der Stern dann noch in meine Nähe. Komm. Auf geht's. Schauen wir mal, ob noch irgendwas Krasses jetzt passiert. So, dann zeig ich mal her. Ach, belastend. Noch mehr belastend. Hoffentlich ist das da der Fake. Scheiße. Oh no. Oh no. Ach, Gott sei Dank. Der Plan ist voll aufgegangen, Leute. Der Plan ist voll aufgegangen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Oh. Hey, ein Duell. Hat Wario überhaupt Münzen? Ja, 6. Das ganze 6 Münzen. Und jetzt macht er gegen Peach ein Duell um 10 Coins. Okay. Jetzt sind tatsächlich sogar nochmal alle beim richtigen Stern, lol.
So, aber der einzige Weg, wie ich verlieren kann, ist, wenn Peach die anderen beiden Sterne, und das kriegt sie ja nicht. Nee, nee, eigentlich habe ich gewonnen. Jetzt spielen wir zum Abschluss nochmal eine Runde Buschbongo. Okay. B-A-Z-A. Okay. B-A-Z-A-B. B-A-Z-A-B-A. B-A-Z-A-B-A-Z. B-A-Z-A-B-A-Z-B. B-A-Z-A-B-A-Z-B-A. B-A-Z-B-A. B-A-Z-A-B-A-Z-B-A. B-A-Z-A-B-A-Z-B-A-B-Z. Gott, ey. Jetzt bitte verkacken. Boah, das kann ich mir jetzt nicht mehr merken. Bitte, Peach, bitte. Bitte verscheiß es. B, A, Z, A, B. Okay, perfekt. Huh, das war echt hart. Also am Ende war schon krass. Also ich hatte fast falsch gedrückt. Aber das Minigame gehört auch noch mir. Und jetzt kommen die Ergebnisse. Fast noch die 200 Coins geknackt, lol. Applaus, Applaus für unsere vier mutigen Teilnehmer. Das habt ihr gut gemacht. Nun zu den Ergebnissen. Erstmal die Sterne. Da haben wir Mario und Luigi. Nee, Mario und Peach, sorry, mit einem und der Rest null. Und jetzt die Münzen. Ja, da ist Mario ein bisschen vorne. Und jetzt die Bonussterne. Als erstes der Minispielstern. Und der geht an Mario. Sehr gut. Und jetzt der Münzstern. Der geht an Mario. Und zu guter Letzt der Ausrufezeichenstern, der Ereignisstern, der geht an Luigi. Und hier sind die Ergebnisse. Geben wir nun den Sieger bekannt. Peach, Luigi sogar noch Zweiter, ne? Ja. Und der Sieger heißt Mario. Bislang noch ungeschlagen. Yahoo! Mario's the winner! Gut gemacht, Mario. Das war sogar sehr eindeutig am Ende. Ja, hier die Minigame-Münzen. Oh, da habe ich dann doch deutlich mehr als die anderen noch. Ne? Das ist der Münzstern hier, ne? Ne, das ist jetzt am Ende die Münzen, okay.
Ausrufezeichen Stern. Ja, Luigi, viermal. Heftig. Einmal Chance Time, die Gott sei Dank nichts gemacht hat. Zweimal Bowser, ein Kampf-Minispiel. Kein Glücksguy diesmal. Sehr schön. So muss das sein. Und das gibt sogar ein S. Geil. Wie erwartet, Mario. Ich überreiche dir das Kraftsternchen. Was? DK, du Arsch. Komm, mach schneller. Wir wissen ja schon, was jetzt passiert. Dieser Primitivling, will der stärkste von allen sein? Tja, was ist zu tun? Die Entscheidung fällt auf dem Warbroad-Duell-Spielbrett. Okay. Aber das natürlich dann im nächsten Part von Mario Party 3. Nun, wenn du fertig bist, dann ist unser Ziel das Warbroad. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und dann machen wir das nächste Mal das Duell gegen DK. Also schaltet wieder ein. Ich bin der Nike. Bis dann und ciao, ciao.